Luxus und VIP-Feeling. Sich einmal wie Paris Hilton an Bord einer echten Stretch-Limousine durch die City chauffieren lassen. Klingt wie ein Traum, ist aber bezahlbare Realität. Ab 100 Euro die Stunde kann sich jeder wie ein Star fühlen. Dann noch eine pinke. Ja, pink ist Hammer. Traum einer Frau. Scheiße. 2,5 Jahre fahre ich. Und es ist das erste Mal, dass mir jemand ins Auto bricht. Ich bin begeistert. Kreiling bei München. Hier im Industriegebiet verstecken sich die 9 Meter langen Traumwagen aus Chrom, Stahl und Leder. Und er ist ihr Besitzer. Ja, der folgende Hintergrund, warum wir zu den Limousinen gekommen sind, war eigentlich die Hochzeit von meiner Frau und mir. Da hat mein Trauzeuge mir eine Limo geschenkt und die kam erst mal eine Viertelstunde zu spät. Dann ist das Fahrzeug mit einer roten Kennzeichen gekommen, Überführungsnummer, war nicht einmal zugelassen. Dann sind wir da hingefahren, der Fahrer total unfreundlich und da haben wir gesagt, das können wir besser. Und das war vor ungefähr 7 Jahren. Und da haben wir gesagt, das starten wir selber. Da haben wir die erste Limo gekauft. Das lief eigentlich relativ gut. Wir haben gemerkt, die Nachfrage ist da. Die Kunden lieben diesen Service. Dann habe ich mich auf die zweite geholt, die dritte. So kamen jetzt mittlerweile 8 Fahrzeuge zusammen. Und darauf sind wir auch richtig stolz. Wir haben richtig investiert. Und jetzt mittlerweile sind wir das größte Unternehmen im süddeutschen Raum. Kajal, MK Limousinen-Service, grüße Sie. Wie versprochen, einen Tag vorher. Es funktioniert alles wie ausgemacht. Ich wollte es bloß noch mal rückbestätigen. Morgen um 17.30 Uhr, Beginn in Dachau. Ja, Neubaugebiet, haben Sie uns gesagt. Und Ende 18.30 Uhr in der Leopold-Tijuana-Bar. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß morgen. Danke Ihnen. Ebenfalls, danke, wiederhören, tschüss. Der persönliche Draht zu den Kunden ist Michael ein wichtiges Anliegen. Schließlich lassen sie gutes Geld bei ihm und haben ein Anrecht auf bestmöglichen Service. Wir haben die Erfahrung gemacht, die Leute haben immer ein bisschen Bammel. Kommt der am nächsten Tag, kommt er nicht, auch wenn die E-Mail um ihn alles gebucht ist. Dann rufen wir zurück, sprechen nochmal alles ab. Mama ändert sich im Abholort, wir stehen vor der Tür, keiner da und das ist halt die Sicherheit. Dieser Auftrag kommt dann rein, wir sammeln die, weil das ist meistens ein Geschäft, was hauptsächlich am Wochenende, wir haben auch unter der Woche Arbeit, aber hauptsächlich am Wochenende läuft. Und dann kommen die Fahrer, nehmen ihre Aufträge mit und dann geht's einfach los und dann machen die einen Job. Bei MK Limousinen ist das Geschäft Familiensache. Tochter Nicole kommt zur Arbeit. Okay, du, wegen heute den Tag, setz dich mal kurz hin und erkläre ich dir, was wir machen müssen. Also gestern war die Pinke und der Kreisler draußen. Mhm. Das heißt, die müssen sauber gemacht werden, bestückt, kalt gemacht werden mit Getränke. Dann muss um 16 Uhr muss die zweite Pinke fertig sein. Mhm. Die Aufträge hast du schon alle geschrieben? Die Freitagsaufträge sind fertig, ja. Okay. Musst du noch einkaufen, Getränke oder was? Ja, wir haben diese eine besondere Bestellung. Da den noch. Saft und das. Genau. Dann wegen der Wiesenschanze. Das musst du mir bitte kopieren, weil die Fahrer wissen müssen, wo sie anfahren dürfen wegen der Sperrzone. Da machst du mal ein paar Kopien, die legen wir in die Fahrzeuge rein. Genau. Und dann erklären wir es ihnen heute alle. Okay? Ja, super. Ja gut, dann würde ich einfach sagen, jetzt machst du die Autos, Wetter passt. Oder soll ich nicht erst einkaufen fahren? Das ist erledigt. Und dann, genau. Würde ich sagen, ich fahre jetzt einkaufen und dann fange ich an mit den Autos. Okay, perfekt. Super. Alles klar. Dank dir. Das Oktoberfest in München, oder wie der Volksmund sagt, die Wiesen, ist das größte Volksfest der Welt. 7 Millionen Gäste aus dem In- und Ausland verursachen 2 Wochen lang, vor allem rund um die Theresienwiese, ein Chaos. Das bedeutet permanenten Ausnahmezustand für den Verkehr. Auch der MK Limousinen-Service ist davon betroffen. Das Problem an der Wiese ist halt aufgrund des Sperrings, den die eingerichtet haben. Wir durften bis letztes Jahr noch auf das. Entschuldigung, jetzt ruft gerade jemand zurück. Wir wollten doch noch den Abholort heute Abend absprechen. Ja. Ich finde das Zelt leider nicht. Wie hieß das nochmal, was Sie mir gesagt haben? Kaffee Kaiserschmarrn. Jetzt schauen wir mal kurz. Bis zu 20 Fahrten pro Tag koordiniert er von seiner Kommandozentrale aus. Das Verkehrschaos rund um das Oktoberfest erfordert außerdem exzellente Ortskenntnisse. Okay, ich mache mich nochmal schlau jetzt, schau nach und wir telefonieren ein paar Minuten und dann sprechen wir das, wenn Sie aufschreiben können. Alles klar, danke für den Anruf. Bitte, tschüss.
Wir haben jetzt heute Abend eine Abholung von 8 Damen. Und jetzt wissen wir erstens nicht, wo sie sind, in welchem Zelt und wo wir ran dürfen. Die Polizei entscheidet das immer wieder spontan. Manchmal machen die eine Straße wieder zu, wieder auf. Und dann laufen die Leute, die wollen ins Auto, die wollen Party machen. Jetzt schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Jetzt müssen wir schauen, wo das Kaffee ist. Und dann mache ich mit ihren Abholort aus. Nicole kommt mit frischen Getränken vom Einkaufen. Manchmal sind die Stretch-Limousinen für die Kunden nichts weiter als eine rollende Bar. Und die Theke muss natürlich immer gut bestückt sein. Am meisten wird eigentlich Prosecco getrunken. Und gerade bei den Junggesellenabschied, bei den Mädels in den pinken Limos, ist das die Vorliebe. Ansonsten Wodka Bull. Dann die Sonderbestellungen, wie jetzt halt Moët oder auch hier ganz speziellen Gin, kenne ich selber nicht, aber wir probieren alles zu bekommen und ja, und auch die Gäste glücklich zu machen. Glücklich machen die Kunden vor allem die Autos von MK Limousinen. 8 Stretch-Limousinen besitzt Michael Kajal. Bis zu 90.000 Euro kosten die rund 9 Meter langen Einzelstücke. 3 Wochen dauert der Umbau vom normalen Luxusschlitten zur Stretch-Limo. Die Autos werden leergeräumt und hinter der B-Säule in 2 Teile geschnitten. Dann mit Stahlträgern, Blech und sonstigen Karosserieteilen um ca. 3 Meter verlängert. Ja, da verbindet eigentlich jedes Fahrzeug eine Geschichte. Sie zum Beispiel, das war unsere allererste. Die haben wir gekauft vor ungefähr 6 Jahren, wo wir die Idee zur Betriebsgründung hatten. Haben wir aus Frankfurt geholt. Das war eine Deutsche, die ist schon in Deutschland gelaufen. War schwarz am Anfang. Und die haben wir dann mit der Zeit pink gemacht, weil wir unseren Fuhrpark immer mehr aufgerüstet haben und gedacht, das machen wir was Verrücktes. Diese Lincoln ist erst relativ neu bei uns, die haben wir jetzt ungefähr seit 3 Monaten. Ist von einem Sammler aus Amerika, der nur seit 1960 Stretchlimousinen sammelt, weil die hat erst 3000 Kilometer, also die ist absolut neuwertig. Haben wir vor 3 Monaten aus dem Internet, haben wir die raus und haben die von Amerika selber rübergeholt. Ich sehe ein Auto, gehe zu meiner Frau, sagt die Küche oder das Auto muss. Nein, es ist wirklich so. Wenn ich was sehe, ich muss mich auf den Schlag verlieben. Und dann setze ich halt alles dran, dass ich das Fahrzeug auch kriege. Dann muss man eben Kontakte knüpfen. Dann muss man schauen, dass man auch Connection in dem Land hat. Weil man kann ja nicht einfach blind kaufen. Das heißt, entweder selber hinfliegen oder andere Leute schauen sich das Auto vor Ort an. Dann wird eben die Zahlungsabwicklung gemacht. Und dann kommt die Verschiffung. Dann kann man immer noch hoffen, dass es heil ankommt. Und wenn es mal da ist, dann geht die TÜV-Umbauarbeiten los, die Zulassung. Also es ist schon viel, viel Arbeit damit verbunden. Das ist eine Chrysler 300. Dieses Auto habe ich vor einem halben Jahr aus Amerika von einer Messe runtergekauft. Weltweites Einzelstück mit vorne Flügeltüren, hinten diese sogenannten Selbstmördertüren, wie beim Rolls-Royce Phantom. Hat innen drin einen Spielautomaten, eine Slotmaschine, also ganz was Besonderes. Und die Ausstattung, so eine Harley-Davidson, orange-schwarz, ist halt wirklich was ganz was Tolles. Wie ein Wohnzimmer fühlt man sich in dem drin. Besonderes Highlight in der Sammlung von Michael Kajal ist dieser 8,80 Meter lange Dodge Charger in Bordeaux-Rot-Schwarz mit angesagten Flügeltüren im Lamborghini-Style. Das gestretchte Retro-Muscle-Car hat Michael von russischen Geschäftsleuten gekauft, die pompöse Einrichtung im Fond inklusive. Das Besondere an dem Fahrzeug ist diese Eleganz verbunden mit diesem Disco-Look. Das heißt, wir haben hier eine China-Lackbar, dreifarbiges Leder und gleichzeitig eine Lasershow, beleuchteten Discoboden. Diese Himmel sind absolut nicht normal in den Limousinen. Die haben meistens einen Stoffhimmel mit schon einem kleinen Sternenhimmel. Aber dieses Spiegelglas mit verschiedenen Beleuchtungen. Wir können hier 4 verschiedene Varianten einschalten. Es ist absolut, absolutes Highlight, was es gibt. Eine perfekte Soundanlage und jede Menge technischer Spielereien. Dazu edelste Materialien. Beim Innenraumausbau schwört Michael ausschließlich auf Profis. Wir haben Sattler, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben Schreiner. Das ist ja nichts anderes als ein schönes, ausgebautes Wohnzimmer. Das heißt, du brauchst auch außerhalb des Fahrzeugbereichs, außerhalb der Kategorien, Leute, die da Hand anlegen können. Hand anlegen ist genau das richtige Stichwort für Michaels Tochter Nicole. Sie macht sich an die Reinigung der Fahrzeuge, die für den Abend bestellt sind. So wie dieser Hammer. Die komplette Außenreinigung des Ungetüms inklusive Aufpolieren dauert knapp 1,5 Stunden. Keine leichte Arbeit, doch Alltag für die 29-Jährige. Schließlich ist die Firma Familiensache. Das verpflichtet. Arbeit ist Arbeit und Familie ist Familie, natürlich. Es macht Spaß. Es ist was anderes, wie was ich vorher gemacht habe beim Zahnarzt.
Und vor allem die Action, das ist einfach, es ist was anderes. Ja. Und auch die Autos als Frau, man gewöhnt sich dran. Es war am Anfang nicht unbedingt meins, aber da es so schöne Autos sind, macht es auch Spaß, sie zu fliegen. Also die Nicole ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, weil das ist jetzt nicht einfach eine Angestellte. Man merkt halt schon, wenn man einen Familienbetrieb führt, dass da halt Herzblut dabei ist. Und sie verwöhnt mich genauso wie meine Frau, die Monika. Also ich bin wirklich da absolut froh drum, dass ich sie hier habe. Und sie hat absolutes Engagement. Also sie setzt sich auch ein, sie denkt auch mit bei der Geschichte. Und da ist sie halt wirklich für den Betrieb mittlerweile. Da gehört sie dazu wie die Autos. Nächster Punkt auf Nicoles To-Do-Liste, der Kofferraum der pinkfarbenen Limo. Nicole tauscht gebrauchte Sektgläser aus und überprüft den Getränkevorrat. Alles hat seinen Platz, schließlich müssen die Fahrer auch im Dunkeln alles finden. Die Pflege der Autos ist oberstes Gebot bei MK-Limousinen. Schließlich erwarten die Kunden für ihr Geld auch ein entsprechendes Ambiente. Also von innen jetzt halt genau, da fange ich erstmal an mit der Bar. Die Gläser vor allem erstmal kontrollieren, die Bar an sich von oben, Staub wischen, Fenster, wie ein normaler Haushalt, nur in klein. Doch in einem normalen Haushalt finden nicht jeden Abend mehrere Partys statt, wie im Fond einer Stretch-Limousine. Da ist beim Putzen Routine gefragt. Und dann erstmal schauen, wo Spritzer sind, ob Prosecco oder Wodka vor allem, der klebt sehr gerne. Die Pflege ist das Allerwichtigste. Dann haben die nicht einen großen Wertverlust. Weil was wir haben, ist ja doch was Einzigartiges. Und was du einzigartig hast, kann man schlecht an Wert verlieren. Also da sind wir eigentlich recht gut mit den Fahrzeugen, wo wir sagen, wir haben wenig Wertverlust. Und das ist auch toll, weil dadurch die Fahrzeuge auch lange halten, weil wir sie eben gut pflegen. Und das ist das Wichtige. Und deswegen haben wir einen guten Wert noch. Um die technische Instandhaltung und Reparatur der 8 Stretch-Limousinen kümmert sich bei MK-Limousinen der Chef selbst. Michael Kajal ist gelernter Kfz-Meister und kennt nach 7 Jahren alle Schwachstellen der verlängerten Amis aus dem Hause Chrysler, Dodge oder wie hier Lincoln. Durch die Länge von Haus aus schon mal gegeben, die Kardanwellen. Das ist einer der wichtigsten und empfindlichsten Punkte. Die Autos sind gestretcht, das heißt, da sind ungefähr 3 Meter dazwischen gekommen. Die Kardanwelle hat mehrere Lager und das Risiko ist halt immer, dass die sich ausschlägt, dass die Lager, die Kreuzgelenke kaputt sind. Dann ist halt aus Amerika, man sieht hier nachträglich das Auspuffrohr eingeschweißt worden. Da muss man auf die Festigkeit gucken, weil das auch der tiefste Punkt am Auto ist. Die Fahrer können mal hängen bleiben und da checken wir halt wirklich regelmäßig, weil halt absolut wichtig ist, dass unsere Fahrzeuge technisch einwandfrei sind. Ich mache absolut regelmäßige Inspektionen, was bei den Amis halt sehr, sehr schlimm ist. Rostschutz kennen die nicht. Und da müssen wir halt immer Vorsorge treffen. Aufgrund des Gewichtes ist ja klar, dass die Lenker, Querlenker, Tragarme immer wahnsinnig belastet sind. Die müssen regelmäßig ausgetauscht bzw. überprüft werden. Kardanwellen ist auch so ein Thema. Verlängerung, alles was nicht vom Werk eingebaut ist, was nachträglich eingebaut wurde, was amerikanisch eingebaut wurde, ist halt immer so ein kleiner Problemfall. Ein eher hausgemachtes Problem ist der mangelnde Platz in Michaels Garage. Das Manövrieren der Limousinen ist echte Präzisionsarbeit. Der Dodge Charger ist heute Abend im Einsatz. Nicole dirigiert den Fahrer. Vorsichtig rangiert er das knapp 9 Meter lange Einzelstück aus der engen Einfahrt. Letzte Worte vom Chef. Ansonsten Auftrag hast du? Finde ich ganz perfekt. Wünsche ich dir gute Fahrt? Okay, wir hören uns. Fiat. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Schon das Losfahren mit einer Stretch will gelernt sein. Vorsichtig einkuppeln und ganz langsam aufs Gas. Fahrer bei MK ist eben ein sehr sensibler Job. Wir machen mittlerweile mit allen, mit jedem neuen Fahrer, den setzen wir rein. Sammeln die alten Fahrer, setzen die nach hinten. Das sind die besten Kunden, sage ich immer. Die zeigen dem, wie es richtig abgeht. Und dann wird der halt mal wirklich unter Druck gesetzt. Aber das ist das, wo wir den Fahrern gleich im Vorfeld zeigen. Sei vorbereitet, das kann dir passieren, das kann dir passieren. Wir machen immer wieder Wiederholungstraining mit den Fahrern, immer wieder neue Sachen, die passiert sind, werden besprochen und das funktioniert eigentlich sehr gut. 8 Uhr abends. Dienstbeginn für Fahrer Stevie Burkhardt. Hi Stevie. Hi, grüß dich. Und, alles klar? Und selber? Ja, klar. Ja. Okay, du, wegen heute Abend, du fährst einen Chrysler. Sehr schön. Dann ist hier dein Auftrag, das heißt jetzt Abholung am Hauptbahnhof.
Und ich weiß nicht, wo sie hinwollen, musst sie halt fragen. Ja. Die haben einen extra Asti bestellt, hast du hinten drin. Super. Gekühlt ist alles. Und wenn irgendwas ist, rufe ich dich noch an. Perfekt. Ja? Alles klar. Alles perfekt. Dann wünsche ich dir gute Fahrt. Vielen Dank. Bis dann. Wir telefonieren. Ciao. Für dich. Vor der Abfahrt zur Absicherung noch ein kurzer Blick in den Kofferraum. Jedes Fahrzeug hat eine gewisse Anzahl an Getränken. Schaue ich, ob alles da ist. Und auch unsere Gläser, ob ich genügend ausreichend Gläser dabei habe. Werbeflyer, ob alles passt. Nachher noch einen kurzen Rundumblick ums Fahrzeug, ob da alles passt. Und dann fahren wir auch schon los. Stevie steuert das 2,7 Tonnen schwere Gefährt in die Innenstadt von München. Voraussetzung für den Job bei MK Limousinen ist ein sogenannter Personenbeförderungsschein, wie ihn auch Taxi-, Bus- und Straßenbahnfahrer benötigen. Vergleichsweise mit diesen 8,60 Meter, mit denen wir uns hier gerade in diesem Chrysler 300 bewegen, hat ein bisschen was von einem LKW. Und so muss man auch, wie auch ein LKW-Fahrer, sage ich jetzt mal, ein bisschen auf Rücksicht von anderen Verkehrsteilnehmern hoffen. Eine Stretch-Limousine hat einen längeren Radstand als normale Busse oder LKW. Das erfordert von den Fahrern, vor allem im engen Großstadtdschungel, stets höchste Konzentration. Das Vorausschauen, das ist A und O. Immer bei den Fehlern der anderen Autofahrer mitzudenken. Weil man hat einen Fahrgast drin, der möchte natürlich komfortabel und elegant zu seinem Ziel gebracht werden. Und da nützt es nichts, wenn ich dann auf Hauruck fahre und starke Abbremsungen vornehmen muss. Da fühlt sich mein Fahrgast nicht wohl, dem Auto tut es auch nicht gut. Und das ist A und O einfach, das vorausschauende Fahren. Also die Kunden kommen aus allen Bereichen. Wir haben wirklich von der 90-jährigen Oma in der pinken Limo zum Geburtstag. Wir haben sehr viel Jugend, die, wo ihren Fun macht, die einfach sagt, bisschen vorwärmen, sagen die immer, bevor es in die Disco geht, eine Stunde in der Limo. Wir haben Doktoren, wir fahren Junggesellenabschiede wahnsinnig viel. Da findet fast jeder nur noch in der Limo statt. Das hat sich mittlerweile so eingebürgert. Und also das Klientel ist einfach weit gefächert. Stevie steuert den 250 PS starken Chrysler in Richtung Hauptbahnhof. Hier wartet eine Gruppe junger Frauen von außerhalb auf eine unvergessliche Nacht in München. Kleinen Moment bitte. Alina? Martina? Franzi? Vielen Dank. Stopp. 140 Euro pro Stunde bezahlen die jungen Damen. Und das hat natürlich einen Grund. Weil ich Geburtstag hatte! Stevie erklärt die Regeln an Bord. So, Ladies, darf ich ganz kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Ja. Bei uns im Fahrzeug gibt es ein paar kleine Regeln. Macht die Gläser bitte nur halb voll. Gläser unbedingt festhalten oder hier in den Halter zurückstellen. Bitte auf keinen Fall hier irgendwo auf die Bar oder auf den Boden, weil es ist klar, wir bewegen uns, nicht, dass was schief geht. Ich habe eine Frage. Gleich. Und bitte auf keinen Fall anfangen, mit den Gläsern zu tanzen, weil ihr sollt das Zeug schließlich trinken und nicht ausschütten. Die Stadtrundfahrt kann beginnen. Stevie darf laut Gesetz nicht mehr als 8 Personen im Fond der Stretch-Limo befördern. Außerdem herrscht für die Gäste eigentlich Anschnallpflicht. Neben dem Job als Fahrer müssen die Chauffeure von MK-Limousinen aber auch ihre Gäste unterhalten und Getränke servieren. Nicht jedermanns Sache. Fahrer sind bei uns hauptsächlich auch jung. Weil das junge Publikum will natürlich auch einen jungen Fahrer haben. Aber es sind alles Leute, die wirklich mit dem Fahrzeug, die die Liebe auch zum Fahrzeug haben, das unwahrscheinlich wichtig ist, die mit Leuten gut umgehen können, die sprechen können, die reden können, die ein gepflegtes Äußeres haben, was sehr, sehr wichtig ist, die nicht nur einfach ein Fahrzeug von A nach B bewegen, sondern auch ein bisschen sich als Unterhalter mit einbinden in die ganze Geschichte. Also das haben wir wirklich sehr, sehr gutes Team. Trotz Party und Alkoholkonsums im Fond, für alle Gäste gelten die gleichen strikten Regeln. Was natürlich nicht geht, das ist Hintern aus dem Fenster rauszustrecken während der Fahrt oder die Oberweite. Machen die Mädels immer mal wieder ganz gerne. Sex im Auto, auch ein Tabu. Konsum sämtlicher Drogen geht gar nicht. Also das wollen wir nicht. Und in so einem Fall der Fälle würde ich den Auftrag sofort abbrechen. Die mobile Geburtstagsfeier rollt langsam vor die Münchner Oper.
bester Parkplatz für sämtliche Limos, wie man hier sieht. Fährt gerade vorbei unsere Pinke auch. Da ist noch eine zweite pinke Limo. Das ist der Platz, wo man am besten stehen bleiben kann. Macht man ein paar tolle Fotos, einen tollen Hintergrund, sei es die Oper oder hier die Innenstadt als Hintergrund. Die Fahrer von MK kennen alle Hotspots von München. Das gehört zum Job. Und jetzt will ich ein bisschen Action sehen. Die Stimmung ist ausgelassen. Dass wir alle auf einem Haufen sitzen quasi. Also nicht jeder in einer Reise, alle auf einem Haufen hier, trinkt Prosecco mit einem Gläschen in der Hand. Und so anstoßen, anstoßen, anstoßen. Geil, oder? Weiter geht die Fahrt in einen der angesagten Nachtclubs der Stadt. Doch Stevie chauffiert nicht nur Teenager. Er hatte auch schon Penelope Cruz, Tom Cruise und natürlich Paris Hilton mit an Bord. Paris Hilton war auf Promotion-Tour durch Deutschland. Eine Station war der Hammer Talk in Michaels Stretch-Limo. Die Paris Hilton zum Beispiel hatten wir einen Dreh in Frankfurt. Wir hatten dann Ali Khan im Auto. Der saß im Fahrzeug, ich bin ins Hotel kurz rein. Auf einmal gab es einen Knall. Er hat gemeint, auf ihm wurde geschossen. Ich bin raus, das Auto lag auf der linken Seite auf dem Reifen aufgeschlagen, ist die Drehstabfeder gebrochen. Auto 20.000 Kilometer, Drehstabfeder neu eigentlich. Und sowas passiert dir 400 Kilometer von München weg mit so einer Stretchlimousine, da hast du keine Chance mehr. Trotzdem, Paris schenkte Ali ihr schönstes Lächeln und der Talk konnte wie geplant stattfinden. Vom Hammer Talk zurück zur Wiesn. Die nächste Gruppe wartet. Weil hier ein Junggeselle den Abschied hat. Fahrer Patrick Toos kümmert sich charmant um die angeheiterte Frauenschar. Vom Oktoberfest zur Disco, die Straßen voller Betrunkener, kein leichter Job. Stressig, stressig, stressig. Es ist, ja, wie zu jeder Wiesn, viele besoffene Leute, aber auch nette Leute trotzdem. Und ich bin froh, wenn der Abend vorbei ist. Der pinke Lincoln Town Car ist vor allem bei den Damen sehr beliebt. Heute war es anscheinend ein bisschen zu viel der Liebe. Eine der Damen hat für Patrick eine übel riechende Überraschung hinterlassen. Was ist passiert? Ein kleines Malheur, sieht aus wie ein Händel von den Wiesn. Eine meiner Gäste konnte jetzt auf der letzten Minute das nicht mehr drinne behalten. Und ich habe es leider Gottes alles im Auto. Und das heißt jetzt noch Putzaktion. Scheiße! 2,5 Jahre fahre ich und es ist das erste Mal, dass mir jemand ins Auto bricht. Ich bin begeistert. Doch morgen ab 8 Uhr müssen die Jungs von MK Limousinen wieder auf der Matte stehen. Die pinke Stretch ist bestellt. Geruchsneutral, versteht sich.